Stell dir vor, du betreibst ein Eiscafé. An heißen Tagen verkaufst du viel mehr Eis als bei Regenwetter. Wie kannst du deinen Eisbedarf für die Zukunft abschätzen? Hier kommt die stochastische Verbrauchsermittlung zum Einsatz. Das Wort stochastisch heißt so viel wie zufällig oder unvorhersehbar. Damit diese Methode funktioniert, müssen zwei Dinge erfüllt sein. Erstens, es muss Vergangenheitsdaten geben. Zum Beispiel weißt du von deinem Eiscafé der letzten Jahre, wie das Wetter und deine Verkäufe schwankten. Zweitens, diese Schwankungen müssen einem bestimmten rhythmischen Muster folgen. Im Sommer verkaufst du immer mehr als im Winter. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, kannst du die Vergangenheitswerte analysieren. Mit etwas Glück erkennst du Muster und Trends. Basierend darauf kannst du dann deinen zukünftigen Eisbedarf abschätzen. Du weißt ja in etwa, wie viel du bei gutem und schlechtem Wetter brauchst. So prognostiziert man auch in der Produktion den Materialbedarf über die stochastische Verbrauchsermittlung. Sie nutzt die Regelmäßigkeiten aus der Vergangenheit für eine Schätzung der Zukunft. 5 Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.